liebe Zuhörer, im Jahre 2009 wurden in Deutschland 35 Milliarden SMS verschickt. Das bedeutet, im Mittel hat jeder Einwohner Deutschlands im Jahr 2009 420 SMS verschickt. Das bedeutet, jeder Einwohner Deutschlands hat pro Tag mindestens eine SMS verschickt. Einschließlich Säuglinge und Menschen, die so alt sind, die bereits im Koma liegen. Denn sie haben im Mittel eine SMS pro Tag verschickt. Ich glaube, ich bin verrückt. Denn wenn man in der Mitte mindestens eine SMS pro Tag verschickt, dann bin ich von der Mitte total verrückt. Bei mir braucht es etwa 2 Wochen, bis ich eine SMS schicke. Und sehe ich mich aber viel lieber als normal an und den Rest der Welt als verrückt. Deswegen will ich euch erklären, warum es total verrückt ist, SMS zu verschicken. Denn SMS verschicken ist einfach der Ausdruck der Angst vom Persönlichen. Das ist ein reines Versteckspiel. Verstecken hinter den Buchstaben. Das werde ich euch jetzt anschaulich beweisen. Und zwar vergleichend beweisen. Wir fangen mit einer Urkommunikationsform des Menschen an. Mit dem normalen Gespräch. So, ich hoffe, das funktioniert jetzt. Das normale Gespräch hat 3 verschiedene Kommunikationskomponenten. Die verbale, die hörbare und die sichtbare. Die verbale ist das, was ich inhaltlich sage. Die hörbare ist meine Stimme, wie ich meine Stimme moduliere, welche Emotionen damit rüberkommen. Und die sichtbare Komponente ist meine Körpersprache. Aber nicht nur meine bewusste Körpersprache, sondern auch meine unwillkürliche Körpersprache. Ob ich erröte, ob ich anfange zu zittern. Jetzt kann ich sagen, ja, ich möchte von mir nicht so den Preis geben. Die einfachste Möglichkeit, das zu reduzieren, in der nächsten Stufe besteht darin, dass ich dann ein Sonnenbrillengespräch mache. Setze ich eine Sonnenbrille auf, am besten eine verspiegelte, verstecke ich meinen Blick. Das Gegenüber hat keine Möglichkeit mehr zu sehen, worauf meine Aufmerksamkeit gerade konzentriert ist. Und ob sie überhaupt gerade konzentriert. Will ich noch eine draufsetzen, dann reduziere ich das noch weiter. Ich sage, okay, ich verzichte gänzlich auf die visuelle Komponente. Ich greife zum Beispiel zum Telefon. Damit haben wir nur noch 2 Komponenten, die verbale und die verbale. Ich muss aber nicht mal zu einem technischen Hilfsmittel greifen. Ich kann auch einfach in das Bildschirm gehen. Und das ist gar nicht mal so abwegig. Kleine Kinder machen das. Kleine Kinder in einer bestimmten Entwicklungsphase haben Ängstlichkeit gegenüber fremden Personen. Und wenn sie dann aus der Situation heraus gezwungen sind, mit den Personen zu leben, was machen sie dann? Die verstecken sich hinter ihren Kindern, hinter ihren Eltern und reden aus dem Off. Wenn man aber noch ängstlicher ist als ein kleines Kind in der Entwicklungsphase, kann man sich vor einen Computer setzen und Textchat machen. Viele Menschen machen das. Paradoxerweise, scheinbar paradoxerweise, machen das viele Menschen mit dem Programm Skype. Das ist ein Programm, das hervorragend für Videotelefonate geeignet ist. Und viele Menschen benutzen es einfach nur zum Chatten, zum Textchatten. Und man kann es auf die Spitze treiben, indem man sagt, naja, geht's noch kleiner, geht's noch weniger? Natürlich. Denn in eine SMS passen ja gerade mal 160 Zeichen. Damit hat man natürlich seine Angst auf ein Optimum des Ausdrucks reduziert. Die SMS ist das Mittel der Wahl, wenn es darum geht, seine Persönlichkeit zu verstecken. Blöd ist aber, dass ich beim Recherchieren zu diesem Vortrag festgestellt habe, dass diese vermeintliche technische Beschränkung auf 160 Zeichen
seit dem Jahr 2002 eigentlich gar nicht mehr gegeben ist. Und ich wusste es sogar, es ist mein Fall. Ich habe mich in 2002 gefreut. Und in Wirklichkeit ist das so, man kann bis zu 450 Zeichen einer SMS reinpacken. Die wird zwar dann technisch portioniert in drei einzelne und einzeln abgerechnet, aber das ist für den Sender und Empfänger vollkommen transparent. Man tippt am Stück und man bekommt die Nachricht am Stück. Insofern gleicht das dann schon einer mehr oder weniger ordentlichen E-Mail. Und von denen verschicke ich ja schon so ein paar pro Tag. Jetzt weiß ich gar nicht, wie ich zum Redeschluss komme, sondern ihr wisst, ihr kann sowieso keine guten Redeschlüsse machen. Deswegen habe ich einen anderen Vorschlag. Ihr schickt mir einfach in den nächsten Tagen eine E-Mail, die Erklärung, warum ihr pro Tag mindestens eine SMS schickt. Meinetwegen auch eine lange SMS. Ich überdenke meinen Standpunkt neu und stehe hier in einer Woche wieder.